Die Firma Siemens will das Getriebmotorenwerk in Tübingen-Kilchberg schließen und nach Tschechien verlagern. Das sei unnötig, sagte der Betriebsrat und legte ein Alternativkonzept vor. Durch Digitalisierung könnten 7,2 Millionen Euro eingespart, die Verluste des Werkes wieder ausgeglichen werden. Am Dienstag stellte der Betriebsrat das Alternativkonzept im Tübinger Rathaus politisch Verantwortlichen aus Kommunal-, Landes- und Bundespolitik vor. Das Siemens-Werk in Tübingen-Kilchberg. Hier werden Getriebemotoren produziert, wie sie vor allem an Förderbändern zu finden sind. Das Problem: Das Werk schreibt rote Zahlen. Deshalb wollte die Konzernleitung die Produktion nach Tschechien verlagern, wo die Gehälter um zwei Drittel günstiger wären. Den Betriebsrat überzeugte das nicht. Mithilfe von Wirtschaftsexperten erarbeitete er ein Alternativkonzept aus 60 Punkten mit Einsparungspotenzial. Zusammengefasst: Sparen durch Digitalisierung. Ganz ohne Arbeitsplatzabbau soll es auch hier nicht ablaufen. Zum Beispiel im Hochpalettenlager. Hier können 11 von 13 Arbeitsplätzen abgebaut werden. Für die 11 Kollegen könnten die Geräte das übernehmen, das Geschäft. Und das heißt dann letztendlich, es würden Menschen eingespart und auch von der Gesundheit her wäre ein großer Vorteil. Denn durch die Digitalisierung würde anstrengende körperliche Arbeit wegfallen. Siemens müsste 2 Millionen Euro investieren, doch nach 5 Jahren wären die Investitionskosten eingespart. Insgesamt würden 100 Arbeitsplätze abgebaut werden. Ein firmeninternes Team von Digitalisierungsexperten fand weiteres Einsparpotenzial. Deswegen kommen, die haben 1,5 Tage einen Schnelldurchlauf gemacht. In 1,5 Tagen haben sie weitere 2,4 Millionen Euro Einsparungen gefunden. Zu denen, was wir gefunden haben. Und da geht noch mehr, doch dafür bräuchten die Experten mehr Zeit. Die Konzernleitung will indes weiterhin verlagern, zumindest einen Teil der Produktion. Auf Betreiben der SPD-Abgeordneten Nils Schmid und Martin Rosemann stellte der Betriebsrat das Konzept den Politikern von CDU bis Linke und von den Bundestagsabgeordneten bis zu den Stadträten vor. Diese lobten das Konzept als durchdacht und seriös und forderten Siemens zur Stellungnahme auf. Dann zeigen